Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Witcher 3 auf Kellerkind.org. Wir sind unterwegs mit dem guten Geralt, um uns mit Triss zu treffen. Und hast dann... Hast du diese armen Wichte gesehen, die aus Gelen geflohen sind? Ja, haufenweise. Ja, wow. Und wir suchen einen Schatz. Einen Schatz. Da wird wohl dann auch unser guter Freund Rittersporn gefangen gehalten. Schauen wir mal. Der Typ hier schon wieder. Ich würde mir am liebsten einfach darunter nocken. Naja, gut. So, dann würde ich sagen, dann meditieren wir doch gerade mal bis Mitternacht. So, zack. Oh, Moment. Du bist hier, gut. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Aber Triss, willst du das wirklich? Hier draußen, vor allen Leuten? Es mag dich überraschen, aber Fesseln sind auch außerhalb von Schlafzimmern nützlich. Überleg doch, wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Triss, überleg's dir. Willst du wirklich gefesselt die Höhle des Löwen betreten? Ja. Nein, das kann ich nicht zulassen. Nett, dass du so besorgt bist. Aber ich habe mich entschieden und dabei bleibt's. Schön. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn. Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum, aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Warte. Ich will dir danken. Hör auf. Das täte doch jeder. Nein, nicht jeder. Hör auf. Es steht einer Zauberin nicht, rot zu werden. Was ist mit dem Schatz? Wenn wir was rausfinden, prima. Wenn nicht... Ich dachte, du brauchst Dijkstras Geld, um den anderen Magiern zu helfen. Das schon. Aber man kommt auf viele Arten an Gold. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. I have a bad feeling about this. Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri, sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? In Ordnung. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein. Oh, das Tor haben wir dann schon mal passiert.
Sieh an, Triss Merigold. Du machst jetzt in Zauberinnen statt Ertrunkenen. Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit dir. Nicht so schnell. Entweder übergebe ich sie Menge persönlich oder keiner tut es. Du meinst wohl, wir kennen uns mit Hexen nicht aus? Lass mich los, du Schwein! In so einem hübschen Mund hat eine vulgäre Zunge nichts verloren. Wir müssen sie wohl rausreißen. Oh, das ist wieder so eine... Ja, ihr kennt euch vielleicht aus mit Hexen, wenn sie euch in Ketten gebracht werden. Was soll denn das heißen? Dass ihr jämmerliche Hexenjäger seid, wenn ein Hexer euch die Jagd abnehmen muss. Hör mal, Mutant. Seit wir in dieser Stadt sind, haben wir über 100 Magier, Alchemisten, Doppler und sonstiges Gesocks in Asche verwandelt. Sag du uns nicht, wie wir unsere Arbeit zu tun haben, klar? Ich könnte euch durchaus was sagen. Ich habe nicht nur Merigold gefunden, sondern auch Philippa Eilhardt. Dafür wirst du büßen, du! Halt die Schnauze, rothaarige Hure! Und du, spuck's aus! Wo ist Eilhardt? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich rede nur mit Menge. Menge redet nicht mit deinesgleichen. Dann grüß ihn von mir und sag, dass ich hier war. Mit meiner Freundin Merigold. Gut. Nimm sie und folge mir auf dem Fuß. Keine falschen Tricks. So, na, das hat doch auch funktioniert. Schauen wir doch mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob unser Plan aufgeht. Nicht, dass der guten Triss noch irgendwas passiert. Hier trennen sich unsere Wege. Geh zur Menge. Merigold ist nebenan. Ihr kriegt sie nicht, bevor ich... Du hast hier nichts zu melden. Dirk, du weißt, was zu tun ist. Aus mir kriegt ihr kein Wort raus. Du nicht und er auch nicht. Spielst die Harte, hm? Warte nur. In 1 bis 3 Fingernägeln plauderst du. Macht, was ihr wollt. Na los, Hexe. Ich zeig dir, welche Wunder eine Kneifzange wirken kann. Wirst staunen. Na, ich habe jetzt mal das genommen, weil ich will mich nicht verraten. Schauen wir mal. Ich befahl doch, niemanden reinzulassen. Jemanden mit Informationen über Philippa Eilhardt ausgenommen. Dieser Hexer sagt, er hätte welche. Das kann jeder sagen. Wir fangen mit dem kleinen Finger an. Nein, mit dem Daumen. Das ist der Daumen. Aber es kann uns nicht jeder Triss Merigold bringen. Ist sie das, die ich da höre? Sehr schön. Ich gehe gleich zu ihr. Aber zuerst reden wir. Setz dich. Trink doch was, Hexer. Nee, ich trink nicht. Kein Bedarf. Du hast 2 Möglichkeiten, Hexer. Trink oder stirb. Hm.
aus Cidaris. Jahrgang 1261, das Jahr des Massakers von Sintra. Nicht zappeln. Der schüttelt die Pflaumen. Kurt, sieh bitte nach, warum Fräulein Merigold so überzeugend winselt. Sie braucht wohl was. Heiße Eisen vielleicht. Wo wir von Metall reden. Der Kelch ist aus Silber. Du wolltest prüfen, ob ich kein Doppler bin. Oh, man erkennt den Fachmann doch sofort. Wie erfrischend. Um deine Frage zu beantworten, man kann nie vorsichtig genug sein. Du würdest staunen, wie viele schon zu ranzigem Schleim wurden, die ihn in die Hand genommen haben. Ich habe ein Silberschwert auf dem Rücken. Reicht das nicht? Das beweist gar nichts. Körper von Dopplern können jede Erscheinungsform annehmen, auch die von Silber. Natürlich ohne dessen nützliche Eigenschaften. Du bist ja ein echter Doppler-Experte. Ich dachte, gerade Hexer wüssten besonders gut, dass man seinen Feind kennen sollte. Der sammelt sie alle auf. Nein! Der trägt sie nach Haus. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen ranhalten. Reden wir jetzt vom Geschäft. Ich zahle dir die doppelte Belohnung für Merigold. Sehr großzügig. Warum? Nun, du lieferst deine Geliebte aus. Das muss wirklich furchtbar sein. Du verdienst eine Wiedergutmachung. Sicher, ich hab Triss gefickt. Aber welche Rolle spielt das, wenn du für ihren Kopf Gold zahlst? Ah, richtig. Fast hätte ich vergessen, dass die Mutationen euch Hexern die Gefühle nehmen. Nein! Ich kann nicht! Ciao, tapfer Schätzchen. Nur noch ein Fingernagel, dann ist die andere Hand dran. Der isst sie alle auf. Au! Die Schlampe hat mich gebissen! Die Schlampe beißt, legen wir ihr ein Halsband an, aus dem Meritium. Das dürfte sie beruhigen. Du überraschst mich, Geralt. Vielleicht kommen wir doch ins Geschäft. Du weißt also etwas über Philippa, aber damit rückst du sicher nicht umsonst raus. Was willst du dafür haben? Ganz einfach. Befreie Rittersporn. Ein degenerierter Barde gegen Informationen über Philippa. Verlockendes Angebot, wirklich. Aber ich muss ablehnen. Warum? Für Rittersporn ist eine großartige Hinrichtung geplant, musst du wissen. In Ochsenfurt. Das Rad, Häutung und so weiter. Das wird sehr aufschlussreich für die akademische Jugend und die Städter. Wann soll dieses lehrreiche Spektakel denn stattfinden? Wenn ich persönlich den Befehl dazu gebe, bis dahin bleibt Rittersporn im Kerker auf der Tempelinsel. Danke für die Infos. Schade, dass ich nicht helfen kann. Vielleicht werden wir uns anderweitig einig. Doch sehen wir zunächst nach Fräulein Merigold. Es ist so seltsam still geworden. Komm. Hat er gesagt, wo Rittersporn ist? Ja.
Wir sollten uns um deine Verletzungen kümmern. Nicht nötig. Mir geht's gut. Naja, überwiegend zumindest. Bis zu meiner Hochzeit sollte alles verheilt sein. Es tut mir leid. Ich hätte dich früher rausholen sollen. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich wusste, worauf ich mich einlassen würde. Wie soll ich sagen? Das war etwas voreilig. Was meinst du damit? Menge sagte, dass Rittersporn auf der Tempelinsel eingesperrt sei. Er wollte ihn in Ochsenfurt hinrichten. Und sie wollen Rittersporn nur aus seiner Zelle lassen, wenn Menge persönlich den Befehl dazu gibt. Scheiße. Tut mir leid, Geralt. Ich hätte besser nachdenken müssen, als ich ihn sah. Ja, gut. Shit happens. Was passiert ist, ist passiert. Ja. Er hätte uns niemals geholfen. Nicht einmal, wenn ich... Ich weiß. Lass uns nicht darauf rumreiten. Wir sollten über die nächsten Schritte nachdenken. Rittersporn ist für den Moment sicher. Allerdings außer Reichweite. Wir haben keine Chance, ihn zu befreien. Die Tempelinsel ist uneinnehmbar. Und Menge kann weder seine Überführung noch die eines anderen Gefangenen anordnen. Ich habe gesehen, wie Menge ein Blatt Papier verbrannt hat, kurz bevor wir herkamen. Es hätte uns vielleicht weiterhelfen können. Nun ist es zu spät. Und du kannst die Notiz nicht wiederherstellen? Leider nicht. Ich bin eine Zauberin, keine Wunderwirkerin. Schade. Lass uns seine Leiche durchsuchen. Stimmt. Er könnte etwas Nützliches dabei haben. Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist das? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier, gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Kannst du ihn wiederbeleben? Vielleicht, wenn ich mich mit schwarzer Magie auskennen würde. So tief bin ich aber noch nicht gesunken. Nichts als Sackgassen. Wir müssen etwas anderes versuchen. Rittersporn dort rauszuholen ist unsere letzte Alternative. Geralt, du kennst mich. Ich suche immer nach Lösungen. Ich gebe nicht so leicht auf. Aber in diesem Fall gibt's nicht die geringste Hoffnung. Niemand entkommt aus dem Inselkerker. Und Ausbrüche hat es auch noch nicht gegeben. Hat es schon mal jemand versucht? Sie haben es, Geralt. Ich habe es, um genau zu sein. Kurz bevor du angekommen bist, hat mich fast mein Leben gekostet. Einmal ausbrechen, dann geht auch zweimal ausbrechen. Menge ist der Einzige, der Rittersporns Freilassung befehlen könnte. Ja. Oder jemand, der genauso aussieht wie er. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht könnte Priscilla etwas wissen. Wollen wir's hoffen. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Yay, Level Up. Sehr schön. Gut, dann gucken wir doch erstmal hier. Charakter. Was basteln wir uns denn mal? Oh, sehr schön. Damit hätten wir 6 Punkte. Müssen wir immer noch 2 Level machen. Ich will jetzt... Achso, Moment. Genau, damit hätten wir 6 Punkte. Damit könnten wir dann beim nächsten Level up das Igni feuern. Alles klar. Moment. So. Ja.
Sehr schön. Mehr Power. Wundervoll. Ich sollte besser einen anderen Weg nehmen. Oder mein Schwert bereithalten. Geralt, hier drüben. Da sehe ich keine Leute. Vielleicht können wir ja hinten rum. Oh, das war nicht hinten rum. Ups. Fuck. Aua. Jetzt. Aua. Als ob ich mich von euch schnibbeln lassen würde. Aua. Du wirst es nie lernen. So, na komm, komm her. Na, komm her. Pass auf, er wirbelt! So, draußen ist noch einer. Aber ich würde mal sagen, die verbrennen keine Hexen mehr. Sehr schön. Ah, das liegt oben. Erstmal hier unten weiter aufsammeln. Wir müssen auf alle Fälle mal wieder ein bisschen verticken. So, da draußen steht noch einer. Haben wir hier noch irgendwas? Ja. Triss Merigold, Hexe und Hure, wird gesucht wegen der Ausübung von schwarzer Magie und der Verschwörung gegen die Krone. Hinweise, die zu ihrer Ergreifung führen, werden belohnt. Ja, nicht mehr, würde ich sagen. Krieg dich ein, Mutant! Los, hierher! Pass auf, der Wirbel! Yeah, sehr nice. Ich glaube, wir müssen wirklich da hoch. Oder? Können wir auch hier hin? Ah, ich glaube, wir können hier hinten raus. Aber schauen wir doch erstmal, ob wir nicht ein schönes neues Schwert. Nein, ich will kein Beil. Was haben wir da? Spaltbolzen. Können wir Bolzen? Ah, muss ich 14 für sein. Okay, das dauert ja nicht mehr ganz so lange. So. Na, wir müssten hier mal dick verkaufen. Aber wir könnten hier die Armbrustbolzen nehmen. Sehr gut. Prima. Ausgezeichnet.
Was warst du? Warst du ein normales? Stahl, sehr schön. Ich könnte mal hier Silberschwert mal ein Upgrade gebrauchen, so langsam. Aber ich glaube, da gibt es kein Upgrade. Sowas. Kann ich da vielleicht eine Rune reinsetzen? Bop, bop, bop. 2% Angriffskraft. Mache ich das denn? Ja, das war genau das, was ich nicht wollte. So. Das ist für Ausrüstung. Genau. Plus 2% Angriff. Ach, der hat gar keine Fassung. Ah, okay. Hier scheint es aber auch nicht rauszugehen. Können wir nicht hier durch das Tor? Schade. Dann gehen wir doch mal durch das Haus zurück. Und ich muss dringend Taschen kaufen. Ganz dringend. Ach, wahrscheinlich hätte ich die Tür nicht aufschließen können. Dann musste ich den Schlüssel erst suchen. So. Hier trennen wir uns. Aber zuerst fackeln wir die Bude ab. Yeah. Wir haben zu viele Spuren hinterlassen. Ja, und ich muss auch etwas Dampf ablassen. Burn, 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 the Triss on fire, the Triss on fire. Na, zünd es an. Das müsste reichen. Ich gehe. Das solltest du auch. Mhm, aber nicht per Teleport. Bis bald, Riss. So, da ist noch ein Typ dahinter, so wie das aussieht. So, irgendwie müsste ich doch hier rauskommen. Wie komme ich denn hier raus? Können wir vielleicht... das war's irgendwie nicht. Ich stelle mich jetzt wahrscheinlich total dämlich an.
Das ist doch ein A-Zeichen. Da muss ich doch... Merkwürdig. Da kann ich Feuer machen. Da könnte ich jetzt atmen. Sehr, sehr merkwürdig. Ah, Moment. Ah. Muss ja alles umschalten. So. Kann ich jetzt hier noch irgendwas? Kann ich auch noch das Feuer anzünden? Hä? Jetzt bin ich doch ein kleines wenig überrascht. Alle Türen sind zu, alle Feuer brennen. Muss ich die Dinger alle anzünden? Aber jetzt brennen sie auch alle. Sehr merkwürdig. Vielleicht habe ich hier einen Bug. Wer weiß. Gut, damit würde ich sagen, wir haben sowieso schon genug auf der Uhr. Schaue ich mir das nächste Mal an. Bis dahin zu Witcher 3 auf kellerkind.org. Euch noch einen schönen Tag. Ciao.